Josef Jung für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen vom 17. Juni 1991 markiert den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag ist eine Erfolgsgeschichte der Versöhnung, der Partnerschaft und der Freundschaft unserer beiden Völker. Und deshalb, denke ich, können wir heute dankbar diese Entwicklung hier zur Kenntnis nehmen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bei der Unterzeichnung des Vertrages gab es die Hoffnung, dass es so kommen würde. Aber es mussten noch ein paar Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Bundeskanzler Helmut Kohl hat damals wörtlich formuliert, ich zitiere, deutsch-polnische Versöhnung kann nicht durch Regierungen verordnet werden. Im Gegenteil, das Werk der Versöhnung kann nur gelingen, wenn unsere beiden Völker sich dazu bekennen, wenn jeder Deutsche und jeder Pole es auch als seine persönliche Aufgabe annimmt. Mit dem Vertragswerk haben die Regierungen das Feld bereitet für gute Nachbarschaft, enge Partnerschaft, freundschaftliche Zusammenarbeit. Ende des Zitats. Heute, denke ich, können wir feststellen, die Erwartungen und Hoffnungen sind eingetreten. Wir haben eine intensive Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen. Und es war, denke ich, ein Akt menschlicher Größe und christlicher Gesinnung, dass aus Polen, jenem Land, eine versöhnende Hand gereicht wurde, dass die Verantwortung für die an Millionen von Polen geübten Verbrechen trägt. Beispielhaft steht dafür der Brief der polnischen Bischöfe an ihren deutschen Amtsbrüder. Wir vergeben und bitten um Vergebung. Der Versöhnungsgedanke wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern auf beiden Seiten vorangetrieben. Und ich finde, er hat auch in der Charta der Heimatvertriebenen seinen Niederschlag gefunden. Meine Damen und Herren, ich will das gerade im Hinblick auf das, was gerade formuliert wurde, noch einmal so sagen. Wenn man bedenkt, dass 8 Millionen Menschen die Vertreibung erlitten haben, ist es, finde ich, schon zu würdigen, dass 1950 der versöhnende Charakter der Charta hier von Seiten der Heimatvertriebenen unterstrichen worden ist. Meine Damen und Herren, der jahrzehnte andauernde Prozess der gesellschaftlichen und politischen Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen hat zur Überwindung der Spaltung Europas beigetragen. Wir sind noch heute der Solidarność-Bewegung dankbar für ihre friedliche Revolution, die letztendlich die Mauer zwischen Ost und West mit zum Einsturz gebracht hat. Herr Dr. Jung, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich möchte den Zusammenhang gerne vorstellen. Gut, danke schön. In diesem Zusammenhang ist auch das positive Wirken des polnischen Papstes Johannes Paul II. Positiv zu würdigen. Die Versöhnungsmesse in Kreisau, die dort stattgefundene Umarmung zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Mazowiecki haben ein deutliches Zeichen des Miteinanders gesetzt. Heute ist Polen fest eingebunden in die Europäische Union, in die NATO. In ein paar Tagen findet der NATO-Gipfel in Warschau statt. Auch die Einbindung deutscher und polnischer Soldaten in das multinationale Korps in Stettin macht deutlich die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Gerade wenn wir in schwierigen Zeiten zum gemeinsamen Handeln gefordert sind, ist es wichtig, in Verantwortung, Solidarität und in gegenseitigem Verständnis für die Betroffenheit des Partners zusammenzuwirken. Dies gilt beispielsweise bei der Militärintervention Russlands in der Ukraine, beim Krieg in Syrien,
bei der Bekämpfung des menschenverachtenden IS-Terrors und bei den Flüchtlingsbewegungen. Polen fällt eine besondere Rolle an der EU-Außengrenze zu. Als Mitinitiator der östlichen Partnerschaft ist Polen ein bedeutender Brückenbauer der Europäischen Union. Polen engagiert sich beispielsweise bei der Unterstützung der Reformprozesse in der Ukraine. Auch die Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland im Rahmen der OSZE ist hier besonders hervorzuheben. Polen und Deutsche haben im vereinten Europa zu einer engen Partnerschaft gefunden, die auch in Formaten wie zum Beispiel dem Weimarer Dreieck ihren Ausdruck finden. Europa als der Raum des Friedens, der Demokratie und des Rechtes ist das gemeinsame Zuhause beider Nationen. Und deshalb ist es auch bedauerlich, dass wegen der Situation um das Verfassungsgericht ein Verfahren des EU-Rechtsstaatsmechanismus eingeleitet worden ist. Und ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass es hier alsbald zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Es liegt nach meiner Auffassung im Interesse Polens, hier zu einer Lösung beizutragen, damit seine Gestaltungsfähigkeit in Europa wieder gestärkt wird. Wir brauchen Polen in Europa als Problemlöser und nicht als problembehaftet. Und deshalb denke ich, die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird nicht nur von der politischen Ebene hier auf der Bundesebene geprägt, sondern entscheidend sind auch die Partnerschaften der Länder mit den Woiwodschaften, die Partnerschaften mit den Kommunen, aber auch die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Dies bezieht ein das deutsch-polnische Jugendwerk, das Deutsche Polen-Institut und vieles andere mehr. Dass die kilometerlangen Staus an den Grenzübergängen inzwischen doch der Vergangenheit angehören, ist für die Bürger mit das augenfälligste Zeichen des Zusammenwachsens unserer Länder. Wir können heute mit Dankbarkeit feststellen, 25 Jahre deutsch-polnischer Vertrag haben zur Versöhnung, zur Partnerschaft und zur Freundschaft zwischen Deutschland und Polen beigetragen. Lassen Sie uns deshalb alles daran setzen, damit wir mit Polen in einem vereinten Europa weiterhin unsere Zukunft gestalten können. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Jung. Der nächste Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Manuel Sarrazin.